Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns gemeinsam den ersten Teil meines Büchermonats Juni an. Ich habe insgesamt 11 Bücher gelesen. Ja, die Fußball-EM ist so ein bisschen reingekommen, plus ein etwas längeres Hörbuch, was knapp 1000 Seiten hatte und dementsprechend auch zum Hören durchaus ein bisschen was an Länge hatte. Aber gar nicht schlimm, ich bin sehr happy über die 11 gelesenen Bücher. Ich habe 7 haptische Bücher gelesen, 3 E-Books und ein Hörbuch gehört. Und insgesamt komme ich auf einen Sternenschnitt von 3,36. Was tatsächlich, glaube ich, der schlechteste Sternenschnitt in diesem Monat ist. Ich hatte 2 Highlights, ich hatte aber auch 2 Abbrüche und einen Flop. Der Flop hat zwar trotzdem noch 3 Sterne bekommen, war aber dennoch eine Enttäuschung. Dazu aber, ich glaube, tatsächlich auch erst im zweiten Büchermonat dann, ja, leider mehr sozusagen. Also, ja, nicht heute, sondern nächste Woche. Daher gerne den Abo-Knopf drücken, dann seht ihr auch das Video nächste Woche und verpasst es nicht. Heute im ersten Teil stelle ich euch Buch 1 bis 6 vor. Ich packe alle Bücher unten in die Infobox. Schaut da also super gerne mal vorbei, auch mit dem Zeitstempel. Und vielleicht wollt ihr ja auch zu dem ein oder anderen Buch was erzählen oder mir auch von eurem Lese-Highlight oder Lese-Vlog in Flop diesen Monat berichten. Darüber würde ich mich auch sehr, sehr, sehr freuen. Und jetzt starten wir mit den ersten 6 Büchern, die in kleinen Clips, wie ihr das schon aus der Vergangenheit kennt, jetzt so ein bisschen kommen. In dem Monat bin ich mit Yellowface von Rebecca F. Kwang gestartet. Ein Buch, was gefühlt in aller Munde ist, wo auch schon sehr viele positive, aber auch nur okay Stimmen zu hören waren. Ein Cover, was mich total abgeschreckt hat. Also mich hat dieses Cover nicht richtig bekommen. Von der Autorin selbst hatte ich auch noch Babel auf dem Sub. Ich muss es unbedingt lesen oder irgendwie hören, es muss demnächst mal sein. Und als dann noch eine liebe Freundin sehr, sehr davon geschwärmt hat und es als ihr Jahreshighlight ja im Grunde besprochen hat, dachte ich, jetzt musst du einfach dazu greifen. Wir begleiten in diesem Buch die nicht so erfolgreiche Autorin June, ihrerseits Amerikanerin und Yale-Absolventin. Und sie war mit ihrem Buchdebüt nicht ganz so erfolgreich wie zum Beispiel ihre Freundin Athena Liu. Und ja, wobei erfolgreich ist ja so ein bisschen fraglich und auch Freundin ist so ein bisschen fraglich, denn beide sind zwar irgendwie miteinander befreundet oder bekannt und alles ist aber sehr oberflächlich und ging nicht sehr über tiefe Gespräche hinaus. Athena stirbt dann im Apartment in der Anwesenheit von June. Und ja, June ist natürlich erstmal schockiert und dramatisiert und traumatisiert, entschuldigt, und ist aber dann doch recht schnell dabei, einen Buchentwurf auf den Schreibtisch zu entdecken und diesen mitzunehmen, dieses Manuskript. Und dieses Manuskript wird dann überarbeitet, an eine Agentur geschickt, an einen Verlag und ja, wird dann im Grunde auf den Namen von June auch herausgebracht, die sogar noch ja im Grunde ein Pseudonym gewählt bekommt, denn es ist die Geschichte von japanischen ja, Kriegsarbeitern, nennen wir es jetzt einfach mal so. Und natürlich möchte man hier dieser kulturellen Aneignung ein bisschen vorbeugen und ihr einen asiatischen Namen geben. Und sie geht aber gar nicht so damit eigentlich umher, dass sie eigentlich eine weiße Amerikanerin ist und sich eben einfach für japanische Geschichte interessiert. Doch die Angst, dass die Leser und andere Menschen irgendwann merken, dass dieses wahnsinnige Bestsellerbuch nicht aus ihrer Hand ganz alleine ist, ja, umschwirrt sie doch täglich und zeigt sich auch in der Geschichte wieder. Und sie hat die auch viel im Hinterkopf, diese Angst, denn sie lebt nun ein erfolgreiches Leben. Sie kann von diesem Buch leben, sie kann sich ein tolles Apartment leisten, sie wird eingeladen, sie hat Autorenfreunde und sie wird auch von ihrem Verlag richtig gepusht. Und all das, von was sie eigentlich träumte. Aber die Angst irgendwo so da hinten. Ja, ich muss sagen, das Buch war doch etwas anders, als ich es erwartet habe. Ich fand die Erzählperspektive, diese Ich-Perspektive, dass uns June eben von Dingen erzählt, sehr, sehr gut gewählt. Denn ich fand, man kam so sehr nah an June heran, an ihre Gedanken, an ihre Ängste, an ihre Gefühle, an all die Dinge, die sie irgendwie beschäftigen, an das schlechte Gewissen, an der Überzeugung, eigentlich ist es doch ihr Buch. Ich fand das sehr, sehr gelungen, dass wir in diese Erzählperspektive mitgenommen wurden und so natürlich auch wirklich einen sehr guten Einblick in die Verlagswelt erhalten haben. Inwiefern das wirklich echt ist, sei es mal dahingestellt. So manches kann ich mir sehr gut vorstellen, anderes fand ich vielleicht so ein bisschen drüber und frage mich, ob das wirklich so ist.
Was ich auch sehr gelungen fand, war der sehr zynische Humor und auch so ein bisschen dieser, ja, er war vielleicht jetzt nicht so trocken, aber so dieses selbstüberzeugende, sich selbst im Grunde anlügen und uns so ein bisschen mitnehmen und wir ja genau wissen, was sie eigentlich getan hat, das fand ich sehr gut und passend eingebaut. Es war sehr schnell, es war sehr dynamisch, es zieht einen so richtig in die Geschichte hinein, man ist da wirklich gebannt, besonders die erste Hälfte fand ich richtig, richtig spannend und auch stark und habe auch wirklich so gedacht, oh Gott, diese Angst und all das, was sie erlebt, das war so eine anhaltende Beklemmung. Das fand ich richtig, richtig gut und wäre es im letzten Drittel so weitergegangen, wäre es wahrscheinlich auch mein Highlight geworden. Aber im letzten Drittel wurde mir June einfach zu paranoid, es war zu lang gezogen, die Ängste waren irgendwie so vordergründig, es sind auch zwei, drei Dinge passiert, wo ich mich so fragte, wirklich? Und das war dann tatsächlich so ein bisschen der Punktabzug in meinem Lesekopf. Ich fand es ein bisschen irritierend, dass so mancher englische Begriff nicht übersetzt wurde, obwohl sie so für meine Begrifflichkeit im Deutschen gar nicht so gebräuchlich waren. Da war ich so ein bisschen, hat man das mit Absicht gemacht? Wollte man hier den Leser irgendwie erzählen, wie der Bestseller funktioniert? Auch all die Fragen, die man sich selbst so ein bisschen stellt, gerade wenn man auch so in der Buchbubble unterwegs ist, wurden hier drin auch gestellt und gefragt und beantwortet. Die Frage ist natürlich, funktioniert das im deutschen Markt ähnlich wie im amerikanischen Markt, wie wir es bei June erleben? Und ich muss echt sagen, dieser Gedanke, dass ein Bestseller gemacht wird und nicht geschrieben wird, das fand ich schon so ein bisschen... Es gibt mir ein ganz ungutes Gefühl, dass ich als Leser und Rezensent und als Booktuber und was auch immer überhaupt keinen Einfluss habe. Und ja, jetzt bin ich eine ganz kleine Booktuberin. Na, ich meine, der Einfluss ist sehr gering. Aber diese Vorstellung, dass egal ist, ob ein Buch gut ist oder nicht, ob es etwas zu sagen hat oder nicht, dass einfach der Verlag schon entscheidet, wirst du ein Highlight, ja oder nein. Und das fand ich so ein bisschen... Also es hat in mir ein ganz beklemmendes Gefühl gegeben, weil was mache ich dann eigentlich hier, wenn ja von vornherein feststellt, ob ein Buch erfolgreich wird oder nicht. Ganz egal, ob es gut ist oder nicht. Und ich fand es super spannend, dass Kwang hier eigentlich das kritisiert in ihrem Buch oder beschreibt und es eigentlich nicht so richtig für gut heißt, was eigentlich dann mit ihrem eigenen Buch ja auch passiert. Und ich fand das tatsächlich eine ganz spannende, ja, Gegenüberstellung von... Das echte Leben und das Buchleben sozusagen. Bei June fand ich wirklich, dass sie gut beschrieben war, dass man mit ihr gewachsen ist, mit ihr die Ängste gespürt hat, mit ihr in dieses Leben hineingestürzt ist. Wir haben auch sehr viele Nebencharaktere, die sehr, sehr wuchtig sind, die aber auch nahbar sind, mit denen man mitgehen kann, mitfühlen kann. Man versteht die Menschen in der Verlagswelt, man versteht die Autoren, man versteht auch so dieses Angehen der Autoren, was sie noch für eine Hoffnung haben, in diese Welt hineinzukommen. Und dann treffen wir natürlich auch auf den Mob auf Social Media. Und ja, also da denkt man immer, es geht eigentlich nur um ein Buch. Ne? Und als dann diese Plagiatsvorwürfe vorkommen, man kann hier schon beide Seiten verstehen, muss ich ehrlich gestehen. Denn in diesem Fall hat June ja wirklich viel zu dieser Geschichte beigetragen, während ihr ja unterstellt wird, sie hätte es komplett geklaut. Zudem gibt es natürlich auch Fragen zum Rassismus, zur kulturellen Aneignung, zu Sexismus, auch natürlich so dieser ganze Betrug, der dahinter steht. Es ist sehr philosophisch aufarbeitet, es wurde toll betrachtet, es wurde gut beleuchtet und ich mochte wirklich so diese Beobachtungsgabe von Rebecca Kwang, die ich sehr treffend fand und die einfach sehr gut so in diese Menschen sich hineinfühlen konnte und das wirklich sehr gut auch transportieren konnte. Die sich natürlich zum einen June anguckt, die sich so die Wahrheit zurechtlegt, aber dann natürlich auch der Mob, der ganz unbekannt, anonym im Internet unterwegs ist, Morddrohungen ausspricht und was das so mit der Welt und mit einem macht. Fand ich richtig gut. Ich mochte die Argumente, wie sie zusammengetragen wurden und wie eben auch einfach der Leser dadurch so ein bisschen manipuliert wird. Und ich fand auch einfach, es ist viel, viel komplexer, als man es annimmt. Und wenn man dann wirklich so ein bisschen mehr darüber nachdenkt und so hinein in sich fühlt. Also ich hatte ganz viele Emotionen, wirklich von dieser Anspannung, von diesem Grübeln, was mache ich hier eigentlich, was zählt eigentlich meine Meinung, mein Wort für mich selbst, aber auch für andere. Und ich fand es super spannend, wie viele Motivationen da sind. Und ja, leider war das letzte Drittel für mich nicht so packend, es war nicht so hinterfragend, es war wirklich eher so von Angst gesteuert, es sind Zufälle zusammengekommen, die ich ein bisschen anstrengend fand und nicht so treffend fand und
das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Ich glaube, sonst wäre es für mich wirklich ein Highlight geworden. Ich habe auch noch ein Zitat rausgeschrieben. Ich glaube allerdings, dass Schreiben im Grunde eine Empathieübung ist. Wenn wir lesen, sehen wir die Welt durch die Augen anderer. Literatur baut Brücken. Sie macht unsere Welt größer, nicht kleiner. Und das Zitat hat sich ergeben im Sinne der kulturellen Aneignung, ob wirklich nur jemand, dem etwas passiert ist, darüber schreiben kann. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Meinungen dazu. Ich konnte hier June, also sehr gut folgen, im Sinne von, ist es nicht wichtig, dass eine Geschichte überhaupt geschrieben wird, gerade wenn sie ja vielleicht von den Menschen, die sie geschrieben hat, historisch betrachtet nicht mehr geschrieben werden kann. Weil sonst gäbe es ja auch keine Geschichte mehr über den Zweiten Weltkrieg oder was auch immer, oder irgendwelche Königsgeschichten von 1704. Und ich konnte dem ganz gut folgen und fand es dann tatsächlich spannend, dass man sagt, okay, es ist eher so eine Empathieübung und dass Literatur eben Brücken baut und sie größer macht und nicht kleiner. Das fand ich sehr, sehr treffend beschrieben und insgesamt durch ein sehr, sehr gutes Buch, auf das man sich einlassen muss, das einen zum Nachdenken anregt, das einen auch sehr aufwühlt, also definitiv mich in manchen Passagen sehr und ich das wirklich sehr, sehr gelungen fand. Und ja, das letzte Drittel, so ein bisschen straffer, ein bisschen anders, wäre es für mich wahrscheinlich wirklich ein Highlight geworden. Dann fasse ich jetzt zwei Bücher zusammen, und zwar Achtsam Morden am Rande der Welt und auch Achtsam Morden im Hier und Jetzt, was ich mal hier vielleicht so einblende, von Carsten Dusse. Ich muss jetzt wahrscheinlich ein bisschen rutschen. Und ich habe direkt hintereinander Band 3 und 4 weggelesen und ich liebe einfach diese Reihe. Ich bin ein großer, großer Fan dieser Reihe. Ich mag diesen humorvollen Psychothriller, der eben auch wirklich so meinen Thrillerpunkt als auch meinen Humorpunkt richtig, richtig trifft. Und wir haben uns Band 3 und 4 aus der Bibliothek ausgeliehen. Band 3 ist sowohl jetzt von mir als von meiner Freundin gelesen. Band 4 ist noch bei meiner Freundin. Und hier kommt auch schon der Zettel unserer Abgabe raus. Ja, es geht hier wieder super spannend weiter. Wir treffen ja wieder auf den Anwalt Björn Diemel, der im ersten Teil zu einem Achtsamkeitstherapeuten geschickt wurde von seiner Nochfrau, mittlerweile Ex-Frau. Und ja, er da schon die ein oder andere Achtsamkeitsweisheit mitgenommen hat, samt auch einiger Morde. Anfangs ging es eher um die Rettung seiner Ehe und die Beziehung zu seiner Tochter, als er da eben hingeht und bekommt eben sehr viele Impulse und Gedanken zu einem achtsamen Leben. In Teil 3 machen wir uns dann auf den Weg zum Jakobsweg. Wir pilgern zusammen mit unserem geliebten Anwalt und lernen hier sehr viel über die Menschen, die unterwegs sind, und haben natürlich auch so ein paar Ideen, ja, was da so vor sich geht, welche Art Mensch da auf dem Jakobsweg unterwegs ist. Und wir erfahren auch, dass man Bauschaum nicht unbedingt für andere Dinge verwenden sollte. Und im vierten Teil, im Achtsam Morden im Hier und Jetzt, ja, sind wir dann eher so ein bisschen im Thema Tantra unterwegs und auch was die Osho- bzw. Bhagwan-Bewegung in den 1980er Jahren so ein bisschen auf sich hatte, denn der Therapeut von Björn Diemel, der war da so ein bisschen selbst unterwegs und hat in dem ein oder anderen Ashram von Bhagwan ja im Grunde auch gearbeitet und sich für die Erleuchtung sozusagen hilfsbereit gezeigt, nennen wir es mal so. Ich fand beide Teile wieder grandios. Muss ich ehrlich gestehen, für mich sind beides wieder Highlights. Ich bin weiterhin einfach begeistert, wie mich Björn Diemel als Anwalt mitnimmt, wie ich seine Morde absolut in Ordnung finde und auch absolut nachvollziehbar und auch so wirklich diesen Weg über den Jakobsweg oder dann wirklich über das Tagebuch vom Therapeuten in die Vergangenheit zu reisen. Das fand ich im vierten Buch richtig, richtig gelungen. Es war einfach mal was anders. Wir sind nicht so im Hier und nicht so bei Björn Diemel, sondern sind eben in den 1980er Jahren, wo so ein bisschen diese Gurus irgendwie sich einen Namen gemacht haben und dass wir eben in die Vergangenheit reisen. Und ich fand das super spannend, diese ganze Yoga-Meditationsgeschichte nochmal so ein bisschen genauer sozusagen hier da drin zu lesen. Und ich selbst habe von Osho, ich glaube, zwei Bücher gelesen. Eins steht noch hier. Und er ist sehr umstritten, das muss man ganz klar sagen. Das ist hier aber nur bedingt relevant. Also man muss kein Vorwissen kennen. Ich fand es halt spannend, so diese Einflüsse zu sehen mit diesem Rückblick und sich vorzustellen, wie war das damals, gerade wenn man vielleicht schon die ein oder andere Dokumentation auch dazu gesehen hat, fand ich das sehr spannend, als die sich ja irgendwo in Colorado, glaube ich, dann orange gekleidet und dann dunkelrot gekleidet irgendeine Ranch genommen haben und dann eine ganze Stadt einnehmen wollten. Also super, super spannend. Also ein bisschen Geschichtsunterricht. Ich
mag einfach diese Ideen. Ich finde es spannend gemacht. Ich mag den lockeren, leichten Stil. Ich mag die Ich-Perspektive nach wie vor super, super gerne. Ich bin einfach gerne in diesen Geschichten. Es ist kurios und dennoch irgendwie nachvollziehbar und authentisch. Und ich freue mich jetzt wahnsinnig auf Band 5. Da ist, glaube ich, achtsam. Das ist das gesunde Ernährung, glaube ich, dann irgendwie der Plan, weil ich glaube, unser Anwalt irgendwie abnehmen muss. Und ich mochte einfach die Geschichten. Ich mochte es, wie es weitergeht. Und ja, man sollte die Geschichten der Reihe nach so ein bisschen lesen. Ich finde es toll, wie sich Björn Diemel hier so weiterentwickelt, wie so die Nebencharaktere so ein bisschen ihre Stellungen einnehmen, auch immer ein Teil dieser Geschichten sind, was der Therapeut für eine Stellung auch innerhalb der Geschichte und auch des Lebens von Björn Diemel hat. Und als wir dann wirklich sein Tagebuch lesen und mitbekommen, wie er eben so zum Thema Meditation, Achtsamkeit steht. Ich fand es einfach toll. Also für mich wirklich eine Reihe, die mich total begeistert, die ich sehr empfehlen kann, wenn man diese Art Humor mag und auch durchaus Thriller mag, die schon spannend sind, aber auch einfach eine Geschichte erzählen und gleichzeitig aber natürlich ein bisschen brutal sind und oftmals wirklich einen Spannungsbogen haben, der nicht in allen Zügen, aber doch sehr viel an den Psychothriller rankommt, weil sich sehr viel einfach im Kopf abspielt und nicht ganz so der Fokus auf Morde oder Totschlag so gelegt wird. Also für von mir wirklich eine absolute Empfehlung. Ich freue mich jetzt sehr auf den 5. Teil und bin dann gespannt, ob das im nächsten Jahr mit einem weiteren Teil weitergeht. Ich würde mir hier mega Filme vorstellen können. Also ich glaube, das könnte ich mir richtig cool vorstellen, so pro Buch. Entweder wirklich so ein Zweiteiler oder irgendwie so ein 2,5-Stunden-Film. Ich glaube, dass es richtig, richtig Spaß machen könnte. Und ja, bin gespannt, ob da irgendwas kommt, ob es noch weitergeht oder ob der 5. dann der letzte Teil ist. Und ja, einmal Jakobsweg, einmal Tantra in einem Ashram in Indien mit ganz viel Vergangenheitsbezug. Also wer da anfängt, einmal zu lesen, dem wünsche ich ganz, ganz viel Spaß und kann das wirklich jedem empfehlen. Dann kamen die neuen Kurzgeschichten von Stephen King dran. Ihr wollt es dunkler, was ich zusammen mit Sven gelesen habe. Seinen Instagram-Account teile ich unten in der Infobox und ich packe euch auch meinen Vlog unten rein, denn es gab auch im Juni einen Lesevlog, wo ich so ein bisschen was zu den einzelnen Updates so ein bisschen was erzählt habe, aber auch so ein bisschen was vom Monat habe einfließen lassen. Also schaut da auch super gerne mal in den Vlog, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Wir haben hier 12 Kurzgeschichten, die im Englischen wohl schon mehr oder weniger bekannt sind, auch erschienen sind und auch im Deutschen wohl schon mal erschienen waren, in Magazinen zum Beispiel oder als weitere Geschichte in einer Novelle zum Beispiel. Also ich glaube, irgendein Buch hieß es, war auch schon, eine Geschichte war in Flug und Angst und irgendwas war dann auch schon hinter Elevation. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall waren die wohl auch schon total bekannt und hier haben wir jetzt eine Sammlung und ja, wir wollen es dunkler und wir haben es aber nicht so dunkel bekommen. Ja, es ist eine sehr bunte Mischung an Geschichten, eher oftmals im Romanstil, nicht sehr viele mit sehr viel Spannung. Es waren sehr wenige düstere Horror-Grusel-Geschichten dabei. Es gab 2 Science-Fiction-Geschichten, die so ein bisschen was mit Aliens, Außerirdischen zu tun hatten, die für mich auch gerne hätten länger sein können. Es sind zum Teil sehr aktuelle Themen, also auch Corona wird hier durchaus mit eingewoben. Wir sind aber auch manchmal in der weiteren Vergangenheit, weil sowohl der Erzählstil da so in diese Richtung geht und man spürt, okay, die Geschichte ist vielleicht schon 20 Jahre alt. Dementsprechend spielt sie auch öfter in der Vergangenheit. Wir haben aber auch Geschichten, die zum Beispiel 1920 oder irgendwas spielen und sich dann natürlich auch ein bisschen nostalgisch anfühlen. Ich hatte 2 Highlight-Geschichten, also insgesamt habe ich 2x5 Sterne vergeben. Ich glaube, auch 1, 2x4 Sterne, 1, 2, 3, 4x2 Sterne und der Rest waren dann 3 Sterne, also es war jetzt wirklich nicht irgendwie eine katastrophale Geschichte mit dabei. Ich mochte die Geschichte Ein Fachmann für Turbulenzen. Die Geschichte muss wohl auch in Flug und Angst oder Angst und Flug enthalten gewesen sein, die ich auch gelesen habe, mich aber nicht dran erinnert habe. Fand ich aber auch hier wieder eine super coole Idee. Ich habe selbst keine Flugangst und fand trotzdem die Geschichte spannend und nachvollziehbar, sehr atmosphärisch, wie mit dieser Flugangst so gearbeitet wurde, dass man die förmlich gespürt hat und die Auflösung fand ich genial und ich mochte auch der Antwortmann. Hier geht es um Phil, der ja so ein bisschen ein Orakel findet, also den Antwortmann findet, den er für Geld im Grunde 5 Minuten Fragen stellen darf und hier haben wir natürlich so ein bisschen das Thema, was die Antworten angeht, ob sie nicht eigentlich in uns selbst schon drin sind, ob wir nicht Fragen so stellen, dass wir
wir die richtigen Antworten bekommen und ob es nicht auch irgendwie selbsterfüllende Prophezeiungen gibt. Also es war sehr philosophisch, sehr atmosphärisch und mochte ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Und ich habe auch aus beiden, und ich habe auch aus der Geschichte ein Zitat herausgenommen. Hier heißt es, wie nutzlos sind die Fragen von intelligenten Menschen. Es ist Trägheit, es ist Faulheit. Ich habe mich oft gefragt, ob intelligente Menschen wirklich begreifen, welche Antworten sie im Leben suchen. Vielleicht fliegen sie einfach nur auf einem fliegenden Ego-Teppich herum und stellen lauter falsche Vermutungen an. Fand ich richtig toll, fand ich sehr treffend, hat mir richtig gut gefallen. Und ich habe auch noch ein zweites Zitat aus der Geschichte Zwei begnadete Burschen, eine Science-Fiction-Geschichte, die mir zur zweiten Hälfte wahnsinnig gut gefallen hat. Und ich fand es auch so treffend, weil es so gut gerade unsere Zeitwiege widerspiegelt. Es war eine Antwort auf die Frage, warum unsere Welt untergeht. Und die Antwort ist, wenn Intelligenz emotionale Stabilität überflügelt, ist es immer nur eine Frage der Zeit. Und da saß ich wirklich da und ich kriege direkt jetzt wieder Gänsehaut und ich finde es so treffend. Denn warum gibt man uns Waffen, uns Menschen? Man muss doch ahnen, dass das irgendwie schief geht auf dieser Welt. Ich mochte das wahnsinnig gerne. Ich finde, dass King hier leider nicht sehr oft unheimlich wurde. Es nicht sehr spannende Geschichten waren, es oftmals sehr banal war. Alltagssituationen, die ich persönlich doch manchmal ein bisschen langweilig fand. Ich weiß es, Stephen King möchte eigentlich aus dem Alltäglichen seinen Horror, seine Geschichte machen. Und es hat mir aber hier Düsternis gefehlt. Es hat mir hier Horror gefehlt. Ich fand manche Geschichten zu kurz. Das konnte das Potenzial nicht so ganz herauskommen. Andere Geschichten, ich glaube, die längste war für mich auch nur so eine okay Geschichte, wo ich dachte, warum fällt ihm hier etwas über 150 Seiten ein? Ich hätte das lieber bei zwei anderen Geschichten gehabt, dass sie länger gehen. Ich finde schon in Teilen, dass er einen schönen Erzählstil in manchen Geschichten hatte, aber ich muss sagen, ich hatte mir einfach ein bisschen mehr Dunkelheit gewünscht, wenn die Geschichtensammlung schon Ihr wollt es dunkler heißt. Sehr spannend und auch durchaus erwähnenswert finde ich, dass es hier mehrere Übersetzer gab, die auch alle aufgelistet sind zu ihrer jeweiligen Geschichte. Also wahrscheinlich je nachdem, wann die Geschichte wirklich erschienen ist, haben wir hier Wulf Bergner, Jürgen Bürger, Karl-Heinz Ebnert, Giesbert Heefs, Markus Ingendey, Bernhard Kleinschmidt, Christoph Kurz, Gunnar Kwisinski, Friedrich Sommersberg und Sven-Erik Wehmeyer. Eigentlich spannend, dass das tatsächlich auch dann nur Männer übersetzen. Ist das so? Übersetzen Männer eher Autoren, während Frauen Autorinnen übersetzen? Wäre mal interessant. Ich sollte mal mehr auf die Autoren und ihre Übersetzer achten. Und ja, also alles in allem hatte ich bei dem Buch so den Eindruck, dass der Stil von King schon erkennbar war, trotz der unterschiedlichen Übersetzungen. Man auch so ein bisschen gespürt hat, ist eine Geschichte jünger oder älter. Und ich sehr oft das Gefühl hatte, dass Stephen King Angst so ein bisschen vor seinem Alter hat, beziehungsweise wahrscheinlich mit seinem Alter auch ein bisschen hadert. Denn er hatte zwei oder drei Geschichten drin, wo es auch mal so um Großväter ging, um die Enkel und da hat man so gedacht, ja, irgendwie scheint dir das Thema doch auf der Seele zu brennen. Leider nicht so ein Highlight, wie ich es von den Geschichten erwartet habe, aber über die 12 Geschichten, ich habe sie gerne gelesen und zwei waren für mich auch wirklich ein Highlight. Ich bin tatsächlich irritiert, dass es hier heißt 12 neue Geschichten, wenn doch in Flug und Angst auch schon eine drin war. Vielleicht muss ich doch nochmal gucken, aber ich habe, glaube ich, den Kurzgeschichtenband nicht mehr hier, aber es lässt sich ja herausfinden. Ja, alles in allem war es okay. Aber mehr als 3 Sterne insgesamt habe ich der Sammlung dann auch nicht gegeben. Jetzt schlage ich zum dritten Mal die Seite auf. Genau, 3,17. Auch das Nachwort war lesenswert und dementsprechend, ja, habe ich es gerne gelesen. Schaut gerne in den Blog mal vorbei. Da mache ich so nach ein paar Geschichten immer mal so ein paar Gedanken dazu. Schaut auch gerne bei Sven vorbei. Sein Instagram-Account ist unten in der Infobox. Und ja, ihr wollt es dunkler? Leider nicht ganz gelungen, Mr. King. Weiter geht es mit Eine Prise Meersalz von Nanni Burba. Das ist der 15. Band der Sehnsuchtsorte-Reihe aus dem Eden Verlag. Ich habe in diesem Monat 2 neue Bücher mir noch dazu bestellt, habe jetzt insgesamt noch 3 auf dem Sub und ich glaube, dann ist es auch so ziemlich am Ende. Und auch diesen Band habe ich, ja, wie fast alle Bände, sehr, sehr, sehr gerne gelesen. Die Bücher können komplett unabhängig voneinander gelesen werden. Es sind eben Einzelgeschichten, wo eben Menschen über ihre Auswanderung, egal wohin, ein wenig berichten. Ja, wir treffen hier in dem Buch eben auf Nanni Burba, die uns ihr Leben erzählt. Zusammen mit ihrem Mann hat sie ein Restaurant im Münsterland.
Doch nach einem Brand sind die Räume nicht mehr verwendbar und beide sind auch schon ziemlich am Minimum ihres Einkommens und Geldes angekommen. Und so entschließen sie sich relativ kurzfristig eigentlich dazu, alles, was sie irgendwie haben, zu verkaufen. Ganz egal, ob es mit dem Restaurant zu tun hat oder auch mit ihrer Wohnung, und nach Mallorca auszuwandern. Dort sind sie seit knapp 40 Jahren super gerne im Urlaub, haben da einige Wochen des Jahres auch immer mal wieder verbracht und wollen sich eigentlich eine Ferienwohnung-Anlage aufbauen. Und doch, es kommt dann ein bisschen anders als gedacht, besonders was so die Arbeiten angeht, dass doch nicht immer alles so einfach ist. Und sie landen dann doch irgendwie wieder in der Gastronomie und können da natürlich mit vielen und langjährigen Erfahrungen auch wirklich ganz Tolles einbringen, sowohl in die Gastronomieläden, in denen sie angestellt sind, als dann eben auch die, als sie diese dann übernehmen. Und daneben arbeiten sie auch mal als Hausmeister und auch Angestellte und Servicemitarbeiter und leben da so ein bisschen buntes Leben, bis sie dann eben sich doch dazu entschließen, wieder in der Gastronomie zu sein und dort dann eben auch das ein oder andere Restaurant aufzubauen. Ich fand es toll, dass wir in diesem Buch mal Richtung Mallorca unterwegs waren. Wir haben hier wirklich zwei sehr gestandene Erwachsene, die mitten im Leben stehen, die sich erstmal ein paar Gedanken auch gemacht haben und dann einfach gesagt haben, so, wenn nicht jetzt, wann dann? Das fand ich richtig, richtig gut. Das hat sich für mich auch wirklich sehr authentisch und echt angefühlt. Vieles war wirklich sehr gut überlegt. Wir durften daran teilnehmen, wie sie sich Gedanken machen, wie sie darüber nachdenken, wie sie in die Gespräche gehen, wo sie sich auch Hilfe suchen, in den Austausch gehen. Und das fand ich richtig toll. Also auch, dass nicht alles so nur vor Ort entschieden wurde, sondern eben manches auch schon aus Deutschland gelenkt war. Und das fand ich einfach, das hat sich echt und realistisch angefühlt. Und ich bin immer kein so persönlicher Freund von diesen plötzlichen Aufbrüchen. Ich finde das immer ein bisschen unrealistisch und kann mir immer nicht vorstellen, dass es wirklich so ist. Und wenn es denn so ist, finde ich es einfach ein bisschen merkwürdig. Also das passt mit meinem inneren Gemüt so immer gar nicht zusammen, aber jeder natürlich, wie er möchte. Sprachlich war es wieder sehr locker, sehr leicht und ich mochte auch, wie wir so ein paar verschiedene Erzählpassagen bekommen haben, die dann zum Beispiel in Erzählungen waren, in der Briefform waren, in Dialoge waren. Das fand ich eine schöne Mischung. Das hat auch so ein bisschen die ganze Geschichte aufgelockert und eben auch so erzählt, wie eben auch über Dinge berichtet wurden, die eben schon ein bisschen vergangen sind. Man spürt in diesen Worten die Liebe zur Insel, auch natürlich zu den beiden aneinander, aber man spürt auch, welche Herausforderungen beide haben, wie auch dieses Gewerbe so ein bisschen funktioniert, sowohl dann natürlich während der Saison, als man einfach alles an Arbeit mitnehmen muss, als dann eben auch, dass der Winter gar nicht so einfach ist. Und auch wenn das Leben für die beiden nicht immer sehr leicht ist und das auch hier wirklich sehr gut beschrieben ist, ich finde, das macht diese Erzählung auch einfach sehr echt. Und man spürt eben auch und man merkt eben auch, es ist eben nicht immer alles so einfach, wie es im Fernsehen aussieht, wie es andere einem erzählen. Ich glaube, dass das sehr oft wirklich so Glücksgriffe sind, Menschen, die einfach irgendwann auswandern und dort ihr großes Glück finden. Ich glaube, dass das braucht eben auch einfach Arbeit. Und das fand ich hier wirklich sehr schön, dabei zu sein, wie sich Gedanken gemacht wurde, wie Lösungen gesucht wurde, wo auch auf der Insel einfach der Austausch erfolgte. Das fand ich richtig schön. Es hätte für mich eine Spur mehr Mallorca sein können. Ich finde, das kam ein bisschen kurz. Wir hatten so ein paar Inseleinwohner sozusagen, die uns da schon immer auch in der Erzählweise mal berichtet wurden, aber ich fand Mallorca ein bisschen zu kurz geraten. Es hätte auch auf jeder anderen Insel sein können. Ich hätte mir hier so ein bisschen mehr Mallorca gewünscht, aber das ist wirklich auch wieder Jammern auf hohem Niveau. Ich mag die Geschichten, sie sind locker, sie sind leicht, sie unterhalten mich gut, nehmen mich eine Weile mit in ein Leben von anderen Menschen und das mag ich an diesen Geschichten gerne, dass es einfach echt ist und aus dem Leben gegriffen ist und in diesem Fall eben auch wirklich sehr authentisch gewirkt hat und ich das wirklich sehr spannend fand, da ein bisschen an ihren Erfahrungsreichtum so ein bisschen mitzugehen. Ich mag diese Reihe, ich finde es super schade, dass der Eden Verlag, ich glaube, in den anderen Verlag übergegangen ist, aber ich kann diese Reihe wirklich mit den meisten Bänden empfehlen. Und wenn ihr jetzt schon länger meine Videos seht, dann wisst ihr das, dass es wirklich, glaube ich, nur zwei Bücher gibt. Ich glaube, eins abgebrochen, eins überhaupt nicht gut gefunden. Aber sonst, tatsächlich wirklich tolle Bücher. Und ich freue mich jetzt auf die drei, die auf dem Sub liegen und da dann auch noch kommen.
Das nächste Buch war leider ein Abbruchbuch. Dementsprechend wird jetzt hier gar nicht so viel darüber berichtet werden. Und zwar der Auftakt der Tränenvogel-Reihe von Jung Do Lee. Das ist der Auftakt einer vierteiligen Reihe, die ich zusammen mit der lieben Lisa auch gelesen habe. Ihr Kanal auch unten in der Infobox. Schaut super gerne mal bei ihr vorbei. Es war eigentlich ganz schön, denn es ist Fantasy aus Korea. Das hat uns, glaube ich, beide auch sehr, sehr angesprochen. Und dass wir gesagt haben, das ist einfach mal was anderes. Was Neues und es sind eben auch schon die anderen drei Bände angekündigt, ich glaube für Juli, Oktober und Dezember, also wirklich immer so in 2-3 Monatsschritten, was ich sehr, sehr cool gefunden hätte, aber leider habe ich dieses Buch nach circa 200 Seiten abgebrochen, was glaube ich so knapp 40% waren. Ja, wir begleiten in dieser Welt ganz unterschiedliche Wesen, Charaktere, die es eben in diesem Universum gibt. Wir erfahren ganz gut, wo die Charaktere stehen, wer sie sind, was sie denken, was ihnen passiert ist, was ihnen passieren soll und wie sie auch zu diesen Dingen stehen. Ich fand es sehr gut so in der Einführung. Dann sind wir mitten in der Wüste in einer Gaststätte und dann kommt eben jemand Mysteriöses aus Süden und das gibt's eigentlich nicht. Normal gehen die Leute nur in die anderen Himmelsrichtungen und kommen daher, aber der Süden ist irgendwie tabu und es muss dann eben auch noch sich eine Prophezeiung erfüllt, beziehungsweise muss die erfüllt werden und dazu müssen sich eben drei ganz unterschiedliche Wesen in dieser Welt aus diesen Völkern auf den Weg machen. Ja, erinnert so ein bisschen an Herrn der Ringe, aber nur in dieser kleinen Kleinigkeit. Ja, und weil das sind ja auch Menschen, Hobbits, Elben und Zwerge unterwegs und so ein bisschen ist diese Begründung der Prophezeiung, warum es drei verschiedene Wesen aus diesen Völkern sein muss, auch so ein bisschen ähnlich, aber ja, und wir bekommen das so ein bisschen erzählt und ich muss sagen, es war sehr holprig, es war sehr distanziert, es war emotionslos, ich bin überhaupt nicht damit zurechtgekommen, dass es keinerlei Kapitel gab, keine Unterscheidung, wann ich irgendwie den Charakter wechsle. Ich fand es sehr schwierig, nicht zu wissen, wer bin ich, wem folge ich. Es war wahnsinnig konzentriert, das Lesen erforderlich und das finde ich in Fantasy gar nicht schlimm, aber ich muss irgendwie so einen Anhalt haben, dass ich merke, wer bin ich und wo bin ich. Es gibt keine Emotionen gefühlt, also es war wirklich wahnsinnig distanziert, es gibt keine großen Gefühle, es wirkt sehr, sehr distanziert, es gibt keine Sichtkapitel-Einteilung, was ich wirklich anstrengend fand und es wurde zwar viel Wert auf die Beschreibung dieser Naga-Rasse gelegt, also zum Beispiel, dass sie schlecht hören können, dafür aber phänomenal sehen, dass sie auch eher Wärme sehen als Farben, dass genirmt wird, das heißt, man hat eine Art Gedankensprache, die auch Emotionen mitgibt, aber für uns waren die immer in diesen eckigen Klammern sozusagen eingegeben und man hat eigentlich nicht viel vom Reden, wie wir das tun, gehalten, sondern man hat eigentlich immer genirmt und ich glaube, dass das auch mein Problem war, dass ich da eben gar keine Emotionen mitbekommen habe, wie jemand etwas sagt oder denkt oder fühlt und das war einfach nicht so meint. Das Land wurde so gefühlt nur sehr bedingt beschrieben. Hier konnte ich mir noch nicht so richtig viel vorstellen. Sehr spannend waren, glaube ich, schon die Unterschiede der Völker und auch so die Macht und den Fortbestand, aber das Abenteuer, was hier angepriesen wurde, kam auf diesen 200 Seiten noch nicht vor. Und es war nicht zu spüren. Und ja, jetzt kann man sagen, so eine vierteilige Reihe hat am Ende 2000 Seiten. Und was sind dann vielleicht 200 Seiten? Ne? Und ja, mag ich vielleicht recht geben, aber es muss doch gerade am Anfang packend sein, mitreißen, einziehen und dass man irgendwie dranbleibt. Und es war einfach sehr langweilig, es war ohne Spannung. Es gab keine Charakternähe, es war niemand da, dem ich irgendwie positiv zugestimmt war, wo ich mitfühlen, mitgehen, mitdenken, mitfiebern konnte. Und das war letzten Endes, glaube ich, auch so der Grund, warum wir beide es tatsächlich ziemlich ähnlich zu dem Zeitpunkt auch abgebrochen haben. Also am Austausch mit der lieben Lisa lag es definitiv nicht. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Gerade der erste Abschnitt hatte uns richtig gut gefallen. Und dann ist es aber wirklich schlagartig bergab gegangen und dann blieb uns leider einfach nichts anderes übrig, als es abzubrechen. Sehr schade, weil ich dieser Fantasy-Reihe aus Korea wirklich eine Chance geben wollte. Und ja, aber es ist, auch wenn es ein Rezensionsexemplar ist, was natürlich nochmal so ein bisschen doppelt wehtut, es hat mich einfach nicht gepackt und gefesselt und begeistert. Und ich möchte meine Lebenszeit einfach mit guten Geschichten verbringen. Und da hat die so gefühlt auf diesen 40% leider nicht dazugehört.
Und das war nun der erste Teil meines Büchermonats Juni. Die ersten 6 Bücher habe ich euch vorgestellt. Ich bin sehr gespannt, wie euch meine Gedanken zu den Büchern gefallen haben, ob ihr vielleicht jetzt Lust auf die Bücher bekommen habt, gerade auf die beiden Highlights oder was euer Highlight in diesem Monat war. Schreibt es super gerne in die Kommentare. Würde ich mich sehr, sehr, sehr drüber freuen. Nächste Woche folgt dann der zweite Teil mit den fehlenden 5 Büchern. Also schaut dann auch super gerne mal vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.